Julasana ist die Schaukelstellung. Ursprünglich wird sie beschrieben, lege dich in eine Schaukel und schaukele hin und her. Heutzutage gibt es ja einen modernen Yoga-Trend, Air-Yoga genannt oder Aerial-Yoga, wo man an Seilen oder auch an Tüchern herunterhängt. Der Trend ist gar nicht so neu. Schon Hatha-Yoga-Werke aus dem 18. und 19. Jahrhundert beschreiben so etwas und wir finden auch Abbildungen davon. Gut, ich werde jetzt hier kein Air-Yoga vormachen. Julasana wäre aber tatsächlich, dass du dich an Seilen von der Decke herunterhängen lässt und dort schaukelst. Es gibt aber auch zwei weitere Stellungen, die als Julasana bezeichnet werden. Das eine ist aus dem Lotussitz heraus, Hände oder Fäuste auf den Boden und Becken und Knien heben. Und so bist du in Julasana. Oder wenn du die Beine nicht in den Lotus falten kannst, dann wird es etwas anstrengender, dann kreuze die Beine, gib Handflächen oder Fäuste auf den Boden, hebe Becken, Knie und Füße hoch und auch das ist Julasana. Die Julasana aus Lotussitz und aus der kreuzbeinigen Stellung sind sehr gut zur Kräftigung der Arme und zur Stärkung von Bauchmuskeln und Oberschenkelmuskeln.